3:28 Uhr nachts. Ihr versucht also euch so anzustrengen, dass ihr die Aufgabe einfach noch schafft, dass ihr es versucht zu realisieren, das, was euch letztendlich als Aufgabe gestellt wird, in den Mittelpunkt eures Lebens insgesamt zu stellen. Also, ihr vernachlässigt Freunde, ihr kommuniziert nicht mehr, ihr ruft nicht mehr an, ihr sprecht nicht mehr. Viele Monate später. Der Burnout-Mensch fühlt sich oft unendlich schwer und unendlich leer. Letztes Jahr, Mitte 2018, habe ich gemerkt, dass ich total ausgebrannt bin. Ein 20-jähriger selbstständiger Filmemacher, der ein Burnout erlebt. Als ausgebrannter Mensch ist man nicht unbedingt die beste Version von einem selbst. An sich alles ist nicht so wirklich einfach. Irgendwie fühle ich die Energie nicht. Ein bisschen unbalanciert. Doch wie bin ich in dieser Situation gelandet? Zusammengefasst kann man einfach sagen, dass ich meinen Selbstwert nicht kannte. Ich habe zu oft Ja gesagt zu Sachen, zu denen ich eigentlich hätte Nein sagen sollen. Etwas abzusagen war verdammt schwierig. Ich hatte immer Angst, dass ich eine Chance verpasse. Und ich hatte dann im Endeffekt so viele Sachen zugesagt und ich war nur noch am Arbeiten, dass ich ein total unbalanciertes Leben geführt habe. Hey, let's see my to-do-list. Go to work, go to work, go to work, go to work, go to work. Bis ich dann irgendwann mal selbst zu dem Punkt kam, dass ich gemerkt habe, okay, ich funktioniere jetzt einfach gar nicht mehr. Also es kann nicht mehr so weitergehen. I don't need it. Somit ließ ich in einem Monat alle meine Projekte fallen, enttäuschte ein paar Kunden und entschied mich dazu, meinen Lifestyle total umzudesignen. Eine Sache, die ich unbedingt lernen musste, die ich immer noch lerne, war es, Nein zu sagen. Wenn ich einfach tausende Sachen machen muss, dann wird alles nur noch halbherzig. Am Anfang habe ich alles stumpf abgesagt. Auch wenn das ein cooles Projekt war, ich sagte immer No! Denn ich musste einfach lernen in meinem Kopf, dass dieses Wort existiert und dass ich dieses Wort auch anwenden darf. Ansonsten habe ich noch an neuen Gewohnheiten gearbeitet, die für mich einfach sehr grundlegend für ein langfristiges, erfolgreiches und ausgeglichenes Leben sind. Als erstes früh aufstehen. Ich gehe mittlerweile früh ins Bett und starte meinen Tag um 5 Uhr morgens. Und dann einmal kalt duschen, aufschreiben, wofür ich dankbar bin und tägliches reflektieren. Ansonsten habe ich angefangen, täglich zu lesen. Und einer meiner Lieblingssachen ist Meditation. Ich habe schon vor meinem Burnout angefangen, gerade erst mit Meditation. Und ich habe mich da einfach weiter schlau gemacht und weiter meditiert und viele Techniken gelernt. Und dann habe ich noch angefangen, Yoga zu machen. Tatsächlich habe ich in meiner Burnout-Zeit spontan die Entscheidung getroffen, nach Indien zu fliegen und dort eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer zu machen. Das ist auch eine Sache, die mir sehr geholfen hat, aber dazu mehr in einem anderen Video. Es ist jetzt 8 Monate her, dass ich meinen Tiefpunkt des Burnouts hatte. Und ich muss sagen, mittlerweile geht es mir ganz okay, besser als vor 8 Monaten. Ich merke, dass ich zwar noch nicht diese Energie habe, die ich einst mal hatte, aber ich lebe einfach viel bewusster und ich weiß einfach, ich werde jeden Tag ein bisschen besser. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video ist ein sehr persönliches Video für mich. Es fiel mir auch nicht besonders einfach, dieses Video zu drehen. Ich habe es versucht, mit einer Menge Humor zu verdecken. Dennoch ist es ein sehr ernstes Thema und ich möchte dieses Thema nicht so im Raum stehen lassen, sondern dieses Video dient quasi als Einstieg für die kommenden Videos, die sich rund um das Thema mentale Gesundheit und Spiritualität befassen werden. Und ich möchte einfach sehr, sehr ehrlich zu euch sein und euch nichts präsentieren oder so. Einfach nur einen sehr ehrlichen Einblick in die Situation geben und wie ich das alles überwunden habe. Ich könnte das niemals in einem Video alles zusammenfassen. Das wäre dann ein Spielfilm geworden, so von der Länge. Deswegen kommt hier auf diesem Kanal jetzt jeden Montag ein Video zu diesem Thema. Und ja, ich hoffe, ich kann ein paar
ehrliche und interessante Konversationen unten in den Kommentaren erzeugen. Ansonsten, wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche.